Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse. Heute wollen wir uns den Akkordbaustein G7 anschauen. Dazu hole ich die Kamera wieder ran und dann gucken wir uns den Akkord gemeinsam an. Bis gleich. Also, G7. Wir haben ja den G-Dur-Akkord schon gehabt. Ja? Also, Ringfinger, dritter Bund, E-Seite, haben wir E, F, Fis im zweiten Bund, G im dritten. Dann haben wir im zweiten Bund auf der A-Seite A, A ist oder B-Flat, B oder H im zweiten Bund auf der A-Seite. Und dann beim G-Dur haben wir ja hier oben im dritten Bund auf der hohen E-Seite mit dem kleinen Finger nochmal die Note G, also den Grundton. Und als Leerseiten haben wir hier eben die D-Seite, das wäre die Quinte, also G, A, H oder B, C, D wäre die Quinte. Das H, was wir hier im zweiten Bund haben, oder B, das wäre G, A, H, der dritte Ton, also die Terz, die sogenannte große Terz. Die wird hier nochmal wiederholt, ja, auf der leeren B-Seite, leeren H-Seite. Und jetzt spielen wir eben nicht hier oben nochmal den Grundton, sondern wir spielen hier mit dem Zeigefinger im ersten Bund auf der hohen E-Seite die Note F. Wir haben ja jetzt gehabt G, A, H, die Terz, C, D, die Quinte und jetzt kommt E, F. F ist also der siebte Ton von G aus betrachtet und deshalb heißt dieser Akkord G7 und aus dem Dreiklang, eben aus dem Akkord, der aus drei verschiedenen Tönen besteht, wird jetzt ein Vierklang, der eben aus vier verschiedenen Tönen besteht. Siebener Akkorde haben meistens eine gewisse Spannung. Ja, wenn ich mir die beiden Töne anhöre, die leere B- oder H-Seite und das F dazu, wenn ich die gleichzeitig anschlage, ja, das klingt schon ziemlich schief, ne? So. Und Musik hat halt immer was mit Spannung und Entspannung zu tun. Ja, und deshalb sagen wir dazu, dieser Akkord löst sich sehr häufig dann auf. Ja, also G7 löst sich häufig nach C-Dur auf. Und der G7-Akkord ist auch wiederum der Grund dafür, warum wir den G-Dur mit Mittelring und kleinem Finger greifen sollten, weil hin und wieder kommt auch der Wechsel zwischen G und G7 als Überleitung vor. Und da sehen wir schon sehr deutlich, wie viel einfacher das ist, weil ich nur den kleinen und den Zeigefinger bewegen muss. Während wenn ich jetzt so greife oder so greife, ja, dann kann ich wieder Kilometergeld verlangen für die Bewegung der Finger. Ja? Also, G7. So sieht er also aus. Ja? Einfach mal so ein bisschen greifen, ja, dass er den so ins Gefühl bekommt. Ist natürlich am Anfang auch nicht ganz so einfach, weil wir doch so eine gewisse, im gitarristischen Sinne sprechen wir noch nicht von Spreizung, aber für den einen oder anderen ist es doch eben eine gewisse Spreizung, insbesondere Zeige- und Mittelfinger. Und versucht möglichst nah wieder an die Bünde ranzurutschen, das geht bei dem Akkord ziemlich gut. Genau, soweit so gut, der G7-Akkord. Ich hoffe, ich konnte den G7-Akkord soweit klar machen. Ja, einfach den Akkord jetzt immer mal wieder greifen, dass er den so ins Gefühl bekommt von den Fingern her. Wie sind da die Abstände? Möglichst nah an den Bund ranrutschen. Immer wieder dran denken, wenn ihr den Akkord dann auch greift. Das gilt immer für jeden neuen Akkord, den man lernt. Mal zu gucken, wie fest muss ich eigentlich drücken? Kann ich noch mehr Kraft aus dem Daumen sozusagen rausnehmen? Habe ich die Schulter und den Ellbogen entspannt und locker hängen? Ja, das sind immer wieder so Punkte, die eigentlich für jeden Akkord, für jeden neuen Griff, den ich lerne, dann gelten. Gut, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bist du immer auf dem Laufenden oder komm bei Facebook oder Twitter vorbei oder auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de.
Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Und tschüss.